Zu nutzen, euch einige Inspirationen zum Thema Grenzen, Grenzen setzen, Grenzen auflösen, mitzugeben, damit ihr darüber reflektieren könnt und eure eigene Meinung. Wir werden diese Stunde in dieser Weise nutzen, dass ich einige Worte sage, dann werden wir in eine kürzere Meditation gehen, dann werden wir einige Worte an euch richten. Und wir werden diesen Intervall 2 bis 3 Mal so durchgehen. Wir werden in dieser Stunde nicht eine lange Meditation machen und ihr müsst euch auch nicht sorgen, dass ich jetzt ins Endlose spreche und ein langes Referat halten werde. Bei der Meditation könnt ihr gerne sitzen oder liegen, die Position einnehmen, wie es euch am besten gefällt. Hört in euren Körper, was er jetzt am liebsten tun will. Ja, sprenge deine Grenzen. Gerade 2 Kraftausdrücke von Sprengen und Grenzen, die wir diskutieren sollten. Zunächst mal Grenzen. Grenzen heißt immer, in die Dualität zu gehen. Sich abzugrenzen, Dinge zu verneinen, Dinge nicht anzunehmen. Wenn wir diesseits unserer Grenzen sind, so befinden wir uns in unserer Komfortzone. Wir fühlen uns wohl. Wir befinden uns in unserer Welt. Wir denken, dass diese Welt die richtige Welt ist, weil wir ja die Grenzen setzen. Außerhalb dieser Grenzen ist die andere Welt, die wir oftmals verneinen oder kritisieren, vielleicht auch ablehnen. Es ist diese Welt, in der wir uns auch nicht mehr so wohl fühlen, unsicher fühlen. Wir fühlen diesen Komfort nicht mehr. Wir können nicht mehr aus einem Automatismus heraus agieren. Unser Verstand ist dann leicht überfordert. Und unser Unbewusstes besitzt oftmals nicht die Programme, um sich in dieser Welt auf der anderen Seite der Grenze zu bewegen. So, je größer wir unsere Komfortzone machen, desto weiter schieben wir diese Grenze von uns weg. Und wäre es nicht schön, wenn wir diese Grenze ins Unendliche verschieben könnten? Dann, nämlich wenn wir alles annehmen würden, einfach wie es ist. Denn ist es nicht so, dass wir in unserer Komfortzone oftmals auch in unserem Verstand drin sind? Und
einfach mal Glaubenssätze, Konditionierung übernommen haben von unserer Umwelt, weil die Umwelt das schon immer so gemacht hat und weil man dir es gesagt hat, dass man hat das immer schon so gemacht. Und wenn du zurückgehst in deine Kindheit, so kannst du beobachten, dass du voller Glaubenssätze bist, Konditionierung bist, die man dir aufdiktiert hat, die heute deine Komfortzone bilden. Und du wärst nicht hier, wenn du dich nicht mit dir selbst auseinandergesetzt hättest. Wenn du für dich entschieden hättest, mal diese Komfortzone zu verlassen, dieses System zu verlassen, diese normale Gesellschaft zu verlassen und mal über den Tellerrand der Gesellschaft, über den Tellerrand der Konventionen hinwegzublicken und zu erkennen, wow, da ist ja ein ganzes Universum voller Möglichkeiten. Und alleine, dass du hier bist, bekundet, dass du dich auf den Weg gemacht hast, diese Grenzen zu sprengen, diese Grenzen zu verschieben. Und es ist überhaupt nicht wichtig, wo du heute stehst. Es ist nur wichtig, wohin du gehst. So verurteile dich nicht, wenn du denkst, du seist am Anfang eines Prozesses. Aber es ist auch so, dass wenn wir uns in Wertesysteme begeben, wir in einem System gefangen sind. Und dieses System setzt uns immer wieder Grenzen auf. So beobachte ich es oft, dass Menschen in einem materiellen Umfeld leben, in einem materiellen Ego leben. Und vielleicht viel erreichen im Leben. Mit viel meine ich viel materiellen Reichtum. Und wenn sie dann dort angekommen sind, spüren sie eine Leere, eine geistige Leere. Sie haben zwar alles, aber eigentlich haben sie nichts. Sie vermissen das Glück, sie vermissen die Liebe. Und die Seele schreit nach Hilfe. So wenden sich viele dann anderen Systemen zu. Vielleicht entdecken sie die spirituelle Welt. Und sie tauchen ein in die spirituelle Welt. Sie besuchen Workshops, sie lesen Bücher, sie meditieren. Sie tun all das, was die anderen auch machen. Und sie erkennen nicht, dass sie einfach gewechselt haben von einem materiellen Ego in ein spirituelles Ego. Und dass sie genau gleich gefahren sind wie vorher im Materialismus, sind sie nun im Spiritualismus gefahren. Überstülpen sich mit fremden Glaubenssätzen, mit Konventionen, ohne dies zu hinterfragen. Sie grenzen sich ab gegenüber andersdenkenden Menschen. Wenn ein Ferrari vorbeifährt, wird er verurteilt. Wenn jemand mit dem Flugzeug in die Ferien fliegt, wird das ebenfalls verurteilt. Und so sieht man sich konfrontiert wiederum mit Grenzen, die man sich nicht selbst gesetzt hat, sondern die einfach ein anderes System gesetzt hat. Und wäre es nicht schön, wenn wir auch diese Grenzen einfach ins Unendliche verschieben könnten? Wenn wir andere Menschen nicht mehr beurteilen oder verurteilen, denn um etwas zu beurteilen, um etwas zu verurteilen, müssen wir uns in einem Wertesystem befinden. Und ein Wertesystem ist immer beschränkt, setzt Grenzen. So, wenn wir diese Grenzen auflösen, und ich möchte nicht mehr von Sprengen sagen, sondern wenn wir sie mit Liebe und Hingabe auflösen,
nach außen verschieben, unseren Prozess dahingehend orientieren, dass wir unsere Grenzen expandieren, dass wir unser Selbst expandieren, dass wir die Liebe in uns expandieren, dann erkennen wir, dass wir den Ferrari-Fahrer nicht mehr beurteilen oder verurteilen müssen. Wir können einfach beobachten. Wir können unseren Dienst dazu leisten, Besseres zu tun. Wir können Menschen dienen, ebenfalls in die Liebe zu kommen. Und wir können auch für uns selbst erkennen, dass wir in eine Balance gehen können. Denn oft erlebe ich es, dass Menschen in einer Disbalance leben, dass sie einerseits in der materiellen Welt leben, das der Hochgewicht und der spirituellen Welt keinen Raum geben. Keinen Raum geben. So, sie sind vom Instinktiven, vom Intuitiven, vom Weiblichen komplett abgeschlossen oder ausgeschlossen und sie leben ausschließlich im männlichen Prinzip, dem Körperlichen, dem Verstandesorientierten. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die genau umgekehrt leben, die der spirituellen Welt all ihre Energie schenken und in diesem Wertesystem die materielle Welt vergessen. Sie lehnen sie ab. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass dann durch die materielle Welt Probleme entstehen. Allein aus der Tatsache, dass man sich aus Geld zum Beispiel nichts macht, aus großen Häusern, Autos und so weiter, aus der Tatsache, dass man diese Dinge ablehnt, erfolgt die Tatsache, dass man irgendwann das Problem hat, Rechnungen zu bezahlen, sich mit den Steuerbehörden emotionslos auseinanderzusetzen, sich in materiellen Dingen schwer tut. So, wenn wir auch in diesem Bereich unsere Grenzen öffnen und Ja sagen zu uns, unseren Weg erkennen, dann beginnen wir in einer Balance zu leben. Das heißt an sich, dass ich in gewissen Tagen voll oder in einer gewissen Zeit voll in die spirituelle Welt eintauche und die materielle Welt wirklich weglasse. Und in dieser spirituellen Welt empfange ich die Inspiration, habe ich die Intuition, werde ich geführt. Aber es kommt der Tag, wo ich all diese Ideen, all diese Inspiration, all diese Anleitungen und Wünsche des Universums auch umsetzen sollte. Und dann macht es Sinn, von der spirituellen Welt in die materielle Welt zu wechseln. Vielleicht auch ein bisschen weniger zu meditieren und den Hammer in die Hand zu nehmen und die Schaufel in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Und so ist es auch mit dem inneren und äußeren Reichtum. Wenn du erkannt hast, was dein Lebensweg ist, wirst auch erkennen, was du an Materiellem dazu benötigst, um deine Vision umzusetzen. So, wenn du die Intuition hast, deinen Weg zu gehen und dann wieder ins männliche Prinzip wechselst, wirst du auch die materiellen Güter anziehen können, die dir zur Umsetzung deiner Wünsche dienlich und hilfreich sind. Und wenn du diesen Wechsel vollziehst zwischen spiritueller Welt, materieller Welt, dann entsteht eine Balance. Es ist nicht eine statische Balance, weil wenn etwas statisch ist, wenn etwas sich nicht mehr bewegt, ist es tot. Wenn du beginnst, diese Wiege der Spiritualität, des Materiellen zu schaukeln, dann entsteht, wie man in der Physik sagt, eine
harmonische Welle. Du lebst in Harmonie, du lebst ausgeglichen, du lebst im Rhythmus, von Geben und Nehmen. So lade ich dich ein, mal hineinzuspüren, ob du bereits in dieser Balance erlebst, ob diese Schwingung in dir schwingt. Und dazu kannst du dich hinlegen oder du kannst so bleiben, wie du bist. Einen tiefen Atemzug nehmen und die Augen schließen. Und in deinem Körper spüren und wir wollen in der folgenden Meditation dich in diese Schwingung begleiten, in diese harmonische Schwingung, in dieses Gleichgewicht, in diese Balance zwischen Nehmen und Geben. So dass du deine Grenzen mehr und mehr weiter wegschieben kannst, bis ins Unendliche. Und dazu kannst du dich mal auf deinen Atem konzentrieren und einfach beobachten, wie es dich ein- und ausatmet. Und wie diese absolute Essenz des Atems, diese Essenz, die dich am Leben erhält, bereits diesen Rhythmus bekundet, diese harmonische Schwingung lebt und dir mit jedem Ein- und Ausatmen dich daran erinnert, wie du dich mehr und mehr entspannen kannst. Wie dieser Rhythmus von Einatmen und Ausatmen auch der Rhythmus ist von Annehmen und Loslassen. So nimm diese wundervolle Energie dieses Raums, diese wundervolle Luft in diesem Raum. An, atme sie ein, ganz bewusst durch deine Nase hinein. Und gib den alten, verbrauchten Sauerstoff wieder ab. Und erkenne mit jedem Atemzug mehr. Dieser Rhythmus des Annehmens und Loslassens die Essenz dazu bildet, Grenzen zu verschieben. Grenzen, die dir gesetzt wurden, Grenzen, die du dir gesetzt hast. Deinen Gedanken diesem Atemrhythmus nachhängst, diesem Annehmen und Loslassen. So kannst du deinen Fokus mal auf dein Herz richten
dass genau dieses Prinzip von Annehmen und Loslassen ebenfalls lebt, indem es in diesem Rhythmus schlägt, Blut annimmt, Blut abgibt. Bereits diese beiden Dinge des Atems, des Herzschlags sind die essentiellsten Dinge in deinem Körper. Wenn du deinem Herzschlag nachhängst, kannst dich mehr und mehr entspannen, tiefer und tiefer gehen in diesen wunderbaren Zustand. Und mit jedem Herzschlag bist du daran erinnert, dass du frei bist, Grenzen aufzulösen. Dieses natürliche Prinzip von Annehmen und Loslassen zu leben, zu übernehmen und dabei mehr und mehr in diese Ruhe eintauchen kannst, in diesen inneren Frieden und diese Gelassenheit. So wie du auch jeden Tag schlafen gehst und am Morgen frisch und gut aufwachst, wird dieser Rhythmus von Annehmen und Loslassen weiter begründet, mit Tag und Nacht. Auch die Jahreszeiten bekunden diesen Rhythmus. Im Sommer, wenn alles blüht und annimmt. Im Winter, wenn die Natur in ihren tiefen Schlaf taucht. So wie auch du in diese tiefe Entspannung eintauchst. Und es einfach geschehen lässt, dass Grenzen sich auflösen können. So, nimm diesen Rhythmus in dir auf. Diesen Rhythmus von Annehmen und Loslassen. Diesen Rhythmus, sich in der spirituellen Welt zu bewegen und danach wieder in die materielle Welt zu wechseln, um die Dinge zu erledigen, die es zu erledigen gilt. Du hast deinen Körper erhalten, damit du ins Tun kommst. So bist du eingeladen, diesen Wechsel vom männlichen Prinzip zum weiblichen Prinzip und vom weiblichen Prinzip zum männlichen Prinzip immer wieder zu vollziehen, in diesem Rhythmus aufzugehen und
zu erkennen, wie wohltuend das ist, wenn du deine Ideen, deine Inspirationen auch manifestieren kannst. Wenn du magst, kannst du in diesem Zustand bleiben oder wieder aufsitzen und deine Augen öffnen, ganz wie es dir beliebt. Beobachte einfach, was dein Körper tun möchte.
Wenn du deine Grenzen immer mehr und mehr in die Ferne schiebst, so wird deine Komfortzone größer und größer. Du wirst feststellen, dass du dich in immer mehr Situationen wohlfühlst. Situationen, die dir vielleicht bis anhin Probleme bereitet haben. Du in diese Angst gegangen bist, vielleicht in diesen Ärger, in diese Wut, in diese Verzweiflung, in diese Hoffnungslosigkeit. Werden dir plötzlich als neutral erscheinen oder du fühlst dich sogar wohl in diesen Situationen, weil du gelernt hast, mit ihnen umzugehen. Und je weiter weg diese Grenzen sind, desto größer wird dein Raum, wo du agieren kannst. Desto geringer werden diese Beurteilungen, Verurteilungen, dieser Glaube, was richtig und falsch ist. Denn richtig und falsch ist ausschließlich ein Resultat deines Wertesystems.
deines Wertesystems, das dir mit hoher Wahrscheinlichkeit aufdiktiert wurde. So, um deine Grenzen immer weiter zu verschieben, bis hin ins Unendliche. Denn wenn sie im Unendlichen sind, sind sie aufgelöst. Ist es wichtig, Wertesysteme aufzulösen, Glaubenssätze aufzulösen, zu erkennen, dass dein Ja oder Nein ein Konstrukt deines Verstandes ist, der auf Basis deiner unterbewussten Programme agiert und automatisch Antworten liefert, die nicht reflektiert sind, die aus diesem Glaubens- und Wissenssystem heraus dich nicht wirklich unterstützen, sondern dich beschränken. Beschränken, neue Erfahrungen zu machen. Denn wir lernen ausschließlich durch neue Erfahrungen und nicht durch Lesen oder Filme schauen. Denn das ist die Übernahme von Glaubenssystemen. Erst wenn du die Dinge selbst erfahren hast, wechseln sie vom Glauben zum Wissen. Ich kann noch so vielen Menschen versuchen zu erklären, was Meditation ist. Sie werden es nicht verstehen, solange sie das Gefühl der Meditation nicht erfahren haben. Doch wenn sie es erfahren haben, dann wissen sie, was Meditation ist. So lade ich dich ein, jetzt wo du hier sitzt oder liegst, der rote Teppich für dich ausgerollt ist, zu reflektieren, in welchen Bereichen deines Lebens du noch Grenzen auflösen darfst, Glaubenssätze auflösen darfst. Spür einfach mal in dich hinein und beobachte, was jetzt in dein Bewusstsein kommt. Wo verurteilst du oder beurteilst du andere Menschen? Andere Umstände? Es war einmal ein armer, armer Bauer, der von Hand seinen Acker bepflügen musste. Er hatte Probleme, die Pflanzen anzupflanzen. Bis eines Tages, ganz per Zufall, ihm ein Pferd zulief, das er vor dem Karren spannen konnte. Das ihm half, den Acker zu pflügen. Die Leute kamen zu ihm und sagten: Mann, bist du ein glücklicher Bauer, dir ist einfach so ein Pferd zugelaufen. Der Bauer aber sagte nur: Glück oder Unglück, wer
Und als der Bauer eines Tages auf seinem Pferde ritt, so fiel er vom Pferd hinunter, brach sich das Bein und konnte seinen Acker nicht mehr bepflügen. Die Leute kamen wieder zu ihm und sagten: Ach, bist du ein armer Bauer? Hast du ein Unglück? Der Bauer sagte wieder: Glück oder Unglück, wer kann das schon sagen? Und diese Geschichte könnten wir endlos weiterführen. Aber wir erkennen, dass wenn wir Dinge bewerten, wir die Dinge einschränken. So befreie dich von diesen Einschränkungen. Und das Rezept, das Geheimnis, wie wir solche Glaubenssätze, solche Konditionierungen, solche Grenzen auflösen können, wie wir sie ins Unendliche verschieben können, liegt im Beobachten. Denn wenn wir nur beobachten, beurteilen wir nicht, sondern wir erkennen die Dinge, wie sie sind, neutral und wertefrei. So beobachte einfach mal, was da kommen mag, damit du erkennst, ganz wertefrei, und mach dir keine Sorgen, dass du in der Orientierungslosigkeit untergehst. Du wirst geführt. Du wirst begleitet. Wichtig ist nur, dass du weißt, wo du stehst und wo du im Leben hin willst. Alles andere wird dir dein Schicksal sein. Beobachte nochmals deinen Körper, ob er angenehm liegt oder sitzt, oder ob er seine Position leicht verändern möchte, damit er sich nun noch mehr entspannen kann. Beobachte, wie sich mit jedem Ton dieser Musik dein Körper nochmals entspannt und vielleicht nochmals tiefer und tiefer, immer tiefer in diesen wundervollen Zustand der Entspannung gleitet. Es mag sein, dass du denkst, das heißt,
schon vollkommen entspannt. Wisse, das ist nur ein Glaube, denn dein Körper kann noch viel mehr entspannen. So erweitere die Grenzen deiner Entspannung. Nimm du deinen großen Zehen am linken Fuß, weil die Erlaubnis gibst, zu entspannen. Und dass dieser große Zeh und die anderen Zehen am Fuß einladen, zu entspannen, mehr und mehr. Und dass auch der andere Fuß sich nur entspannt. Beobachte einfach, dass da noch viel, viel mehr drin liegt, im Zustand der Entspannung zu sein. Wie sich deine Unterschenkel entspannen. Wie sich deine Knie entspannen. Wie sich deine Oberschenkel entspannen. Und wie sich auch dein Bauch entspannt. Und den Rhythmus von Anheben und Loslassen leicht kommt. Indem er sich leicht auf und ab bewegt mit jedem Atemzug, den du nimmst. Dieses Ein und Aus, dieses Kommen und Gehen und tiefer Zustände. Beobachte, wie sich dein Kopf entspannt, all die feinen Muskeln im Gesicht. Du einfach loslässt. Wenn du jetzt so da liegst oder da sitzt, kannst du vor deinem inneren Auge, vielleicht nah, vielleicht fern, wie ein Kreis, einen Zylinder um dich vorstellen, der deine Grenzen darstellt. Grenzen deines Seins, die Grenzen deiner Möglichkeiten, die Grenzen des Potenzials. Und vielleicht siehst du diese Grenzen, diesen Zylinder um dich herum. Vielleicht spürst du ihn auch nur. Und jetzt stell dir mal vor, du lässt das
deinem Herzen Liebe ausströmen. Liebe, die deinen Körper durchflutet. Mehr und mehr. Liebe, die über deinen Körper hinausgeht, deine Aura füllt, dein Energiefeld füllt. Und wie du dich geliebt fühlst, getragen fühlst, wie du dich geborgen fühlst. Und je mehr Liebe du ausströmen lässt, desto mehr erweitert sich deine Aura, dieses Feld, bis es schließlich an diesen Zylinder stößt, bis es schließlich an diese Grenze stößt, die dich umgibt. Und stell dir nun vor, wie du noch mehr Liebe aus deinem Herzen entlässt. Und wie allmählich diese Grenzen verschoben werden, weiter und weiter. Und ist es nicht schön zu erkennen, dass du vom Universum unterstützt wirst? Spüre diesen Energiestrahl der Liebe, der durch deinen Scheitel, wenn du sitzt, oder durch deine Stirn, wenn du liegst, eintritt und dich mit Liebe füllt. Stelle dir diesen Strahl vor, der in deinen Kopf eindringt und deinen Körper mit Liebe flutet und dich darin unterstützt, dass immer mehr und mehr Liebe aus dir herausströmt. Und an diesen Zylinder stößt, der weiter weg fließt, mehr und mehr. Und stelle dir vor, wie befreiend das ist, wenn du erkennst, dass dieser Zylinder dann weiter und weiter weg fließt, dass du immer mehr und mehr mit Liebe geflutet wärst, dass dich das Universum unterstützt, begleitet und dich mit Liebe nährt und diese Liebe weiter durch dein Herz ausströmt und die Grenzen dieses Zylinders weiter und weiter wegführt. So weit weg, dass du ihn nicht mehr erkennen kannst, dass du nur noch mit Liebe umhüllt bist und dass diese Liebe noch immer durch deinen Kopf, durch deine Stirn oder durch deinen Scheitel in deinen Körper fließt. Und dass da mehr und mehr Liebe ist. Und dass du diese Liebe verschenken kannst, dass du liebend durch den Tag gehst. Dass du beginnst, die Dinge nicht mehr zu beurteilen oder zu verurteilen, sondern einfach liebst. Beobachtest. Und nicht mehr beurteilst. Jetzt, wo alle Grenzen aufgelöst sind, wo alle Wertesysteme weit, weit weg sind, gibt es nichts mehr zu bewerten, gibt es nichts mehr zu beurteilen, weil da kein Wertesystem mehr ist. Es ist, wie es ist. Und diese Erkenntnis bringt dich in diesen inneren Frieden. Bring dich in diese Liebe und in diese Geborgenheit. Und so kannst du grenzenlos lieben, grenzenlos sein, für alle und jeden Verständnis zeigen und allem und jedem helfen, seinen Weg zu finden, seinen Weg zu finden in diese Balance. In dieses Gleichgewicht. In dieses Gleichgewicht von Spiritualität und Materialismus. Dass es da nichts mehr abzulehnen gilt, sondern du annehmen und loslassen kannst. Und so kannst du noch einen
Moment in diesem Zustand verweilen. Du kommst dann zurück in diesen Raum, wenn es dir recht ist. Du beginnst deinen Körper wieder zu spüren. Nimmst einen tiefen Atemzug. Bekundest nochmal diesen Rhythmus von Einatmen und Ausatmen, von Annehmen und Loslassen, von Spiritualität und Materialismus, von Glaubenssätzen, die sich aufgelöst haben. Und wenn du bereit bist, öffnest du wieder deine Augen und kehrst das Liebende freier, wertefreier Mensch in eine grenzenlose Zeit zurück. Willkommen in einer grenzenlosen Welt. Om Purusha Guru Shivananda Mahatma Ji.